Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video von Investorenausbildung. Heute möchte ich mit dir das Altersvorsorgemodell Riester-Rente besprechen. Riester-Rente wurde ursprünglich eingeführt, als damals beschlossen wurde, für zukünftige Generationen zum einen die Rentenauszahlung zu besteuern und dadurch eben ja, kleinere Renten für dich persönlich dann zu haben. Und das sollte dann so ein kleines Ausgleichsmodell sein. So. Und Riester-Rente ist vielerseits kritisch beäugt und ich möchte gerne mit dir mal auf meine persönliche Situation eingehen und ja, so ein allgemeines Thema Riester-Rente pro und contra besprechen. So, also das Thema Riester-Rente ist extrem vielfältig und wird immer Talk of Town sein. Warum? Weil es ständig Änderungen gibt und weil es ganz, ganz viele verschiedene Meinungen gibt. Warum gibt es so viele verschiedene Meinungen? Weil es für gewisse Leute interessant sein kann und für gewisse Leute macht es halt einfach gar keinen Sinn. So, und wenn man dann dieses bisschen so vermischt, die ganze Thematik, dann kann durchaus da ja, auch etwas Verwirrung aufkommen und deswegen möchte ich mal in diesem Video ein bisschen aufräumen und mir geht es jetzt da nicht darum, die Riester-Rente im Detail vorzustellen, denn wenn du möchtest, wenn du wissen möchtest, wie Riester-Rente funktioniert, dann kannst du dich auf vielen Seiten da sehr inhaltlich gut damit auseinandersetzen. Die haben das toll aufbereitet, warum sollte es hier jetzt hier nochmal breit aufgekaut werden, ne, fürs erste Kind? Vor einem gewissen Geburtsjahr, ich glaube 2016 oder so, gibt es irgendwelche 100 oder fast 200 Euro, danach gibt es 300 Euro. Ja, all das möchte ich jetzt in diesem Video nicht machen. Ich möchte mit dir besprechen, wann kann eine Riester-Rente Sinn machen, aus meiner Sicht, und wann macht eine Riester-Rente keinen Sinn. So, bevor wir da drauf eingehen, möchte ich mal trotzdem noch mal ein kleines bisschen auf die Riester-Rente eingehen. Aus meiner Sicht gibt es also es gibt ja drei Varianten, wie du Riester besparen kannst. Das ist zum einen mal Riester durch Investmentfonds, Riester durch Bausparverträge und die Riester-Rente durch Versicherungsbeiträge oder Versicherungsverträge, sage ich jetzt mal. Und da gibt es ganz viele verschiedene Anbieter. Ich sage mal, wie so oft, die nehmen sich eigentlich nicht viel. Ja? Der eine macht das ein bisschen besser, der andere macht das ein bisschen besser. Da musst du dann im Detail, wenn du dich entschließt, sowas zu machen, selbst mal danach googeln oder mal schauen, was kann der eine besser, der andere schlechter. Ich persönlich für mich habe, als ich damals angefangen habe zu arbeiten, eine Riester-Rente abgeschlossen auf einen Investmentfonds. Ich kann jetzt auch sagen, wie, bei der Union Investment. Warum? Ganz einfach, ich war zu dem Zeitpunkt Mitarbeiter einer Bank, Raiffeisenbank, und wenn du da Mitarbeiter bist, dann musst du für die Riester-Rente keine Depotgebühr bezahlen und keine Ausgabeaufschläge. Als ich dann aus der Bank raus war, musste ich das dann auch wieder bezahlen, so hart ist die Welt. Und ab diesem Zeitpunkt hat es dann auch wenig Sinn mehr gemacht, denn, und jetzt komme ich, das ist halt eben dieses ganz große Thema, Gebühren. Ja? Der Staat schießt dir wirklich da Kohle, also Zulagen zu. Also wenn du alleine bist, eine Zulage, dann Frauen können das dann auch nochmal machen, also der Partner kann das dann machen und dann für Kinder, da wird es dann auch sehr interessant. Aber die Beiträge, die du da einzahlst und auch der Staat, die belegen die Anbieter mit Gebühren. Also zumindest bei der fondsgebundenen Riester-Rente und auch bei den Versicherungen ist das so, beim Bausparen ist es auch so indirekt, weil da musst du einen Ausgabeaufschlag, keinen Ausgabeaufschlag, sondern eine Abschlussgebühr zahlen. Genau. So, und das ist bei der Union Investment und das ist, wie gesagt, ich will es da niemandem gut oder schlecht reden, das ist bei vielen ähnlich. Ja? Sind es 5%. Und die 5%, wenn du die mal zusammenrechnest über das ganze Jahr, entsprechen die in etwa dem, was du an Zulage bekommst für eine einzelne Person. So, dann hast du eigentlich schon mal dieses Zulagenthema weg. So, dann könntest du ja sagen, okay, das ist halt jetzt ein Medium, wo ich jedes Monat meine 163 Euro oder halt meinen Beitrag da abführe. Gut,
das zwingt mich quasi so zum Sparen. Da sage ich mal, Haken dahinter, das kann, da gibt es schlechtere Ideen, als zu sagen, automatisiertes Sparen ist schon mal gut. Dann ist aber das Blöde dabei, dass du da nur gewisse Fonds zur Auswahl hast. Und das sind meistens sehr, sehr breit gestreute. Also letztendlich ist es nichts anderes als ein monatlicher Sparbeitrag in ein ETF. Weil die Zulagen, die du bekommst, werden von den Gebühren in etwa aufgefressen. Und so hast du halt eine monatliche Sparrate in einen weltweit anliegenden Fonds. Ich würde jetzt mal sagen, man könnte das ein bisschen vergleichen wie mit dem MSCI World. Ja? Google drin, Apple ist drin, also die ganzen Big Player sind alle drin. Microsoft, you name it. So, aber jetzt kommt das Blöde. Wenn du dann dich dazu entschließt, dieses nicht mehr zu besparen oder du möchtest dein Geld andersweitig einsetzen, kannst du es nicht machen, weil der Riester sagt, hey, das ist eigentlich dafür gedacht, dass du später mal mehr Kohle hast und du kriegst es deswegen auch erst später. So. Das heißt, es ist sehr, sehr unflexibel. Ja? Und noch dazu, wenn du auch mal der Meinung bist, dass Aktien aktuell etwas teuer sind, kannst du Teile davon nicht verkaufen, um sie später halt zu einem günstigeren Kurs wieder einzusteigen. Ist auch nicht möglich, also sehr unflexibel. Deswegen bin ich mittlerweile der Meinung, also noch eins dazu, Riester ist dann auch noch steuerlich gefördert. Das bedeutet, wenn du also da kommt es ganz speziell auf deine persönliche Situation darauf an, wie viel verdienst du und so weiter. Das müsste man mal alles persönlich ausrechnen, ob es für einen einzelnen Sinn macht. Aber ich kann euch sagen, je mehr man verdient, desto mehr kannst du von dem Beitrag dann auch wieder anteilmäßig zurückbekommen über die Steuer. Deswegen ist es für Vielverdiener sogar interessanter. Ich finde es weiterhin interessant für Leute, die viele Kinder haben, also wenn es beispielsweise eine alleinstehende Mutter von vier Kindern, das ist jetzt nur mein Beispiel, die kriegt für jedes Kind die Zulage. Und es macht auch wirklich, wirklich Sinn für diese Dame, denn bei vier Kindern, alleinerziehende Mama beispielsweise, die wird aus meiner Sicht schwierig, für die wird es sehr schwer werden, ihr Rentenkonto über Arbeit zu füllen. Ja? So, die braucht also Unterstützung. Und so stellt halt der Staat etwas zur Verfügung, wie sie Zulagen durch die vielen Kinder dann eben bekommt, dass sie dann in der Rentenzeit dann auszahlen kann. Für die ist das auch sehr sinnvoll, bin ich der Meinung. Haben halt wieder das Thema Gebühren. Ja, das ist richtig scheiße. Ja. Und deswegen ist es auch bei vielen so verschrien. Da ist es damals aufgekommen, als den Banken auch schlecht ging und den Versicherungen. Und dann hat halt der Staat was aufgesetzt, wo halt die wieder Geld verdienen können. Und das war auch so. Also ich habe Riester-Renten verkauft wie ein Verrückter, ja. Also ich muss es echt so sagen. Und jetzt vielleicht zu den Dingen, wie es ich persönlich habe. Also mittlerweile bespare ich es, glaube ich, nicht mehr. Nee. Das sind allerdings mittlerweile in diesem Portfolio allein da sind 40.000 Euro drinnen. Die zusammen sind also durch eigene Beiträge, durch Zulagen, staatliche Zulagen und durch Gewinne natürlich, die dann sich ansammeln. Und das kann ich jetzt einmal stehen lassen und mal schauen, was in 20, 30 Jahren rauskommt, wenn ich dann eben in der Rentenphase bin. Habe mich bewusst aber gegen den Versicherungsvertrag gestellt, denn ich bin der Meinung, eine Versicherungspolice ist im Punkto Gebühren noch intransparenter und noch teurer als eine vorgebundene Lösung. Ja? Und deswegen, wenn mich jetzt einer fragt, wie schaut es mit Riester-Rente aus, dann würde ich sagen, es macht für Leute vor allem Sinn, wenn sie viele Kinder haben, weil da bekommst du halt die Zulage, die halt wirklich auch dazu gedacht ist, dein Rentenkonto zu füllen für die Zeit später, weil jetzt hast du keine Zeit, ja? Jetzt musst du dich um deine Kinder kümmern. Und für Leute, die sehr viel Geld verdienen, weil da halt vor allem diese steuerliche Komponente wirklich interessant ist. Denn das Thema Zulage wird leider zu sehr von den Gebühren der Anbieter aufgefressen. Und wie gesagt, nochmal, ich möchte hier keinen Schwarz malen oder irgendwie so. Die müssen ja auch von was leben, das ist alles fein. Aber die fressen halt die Gebühr, die Zulagen auf. Ne? Deswegen ist es leider eine sehr mittlerweile unflexible Möglichkeit, Geld anzusammeln. Bevor du aber gar nichts machst, dann mach wenigstens das. Dann mach wenigstens das, weil und mach's über einen Fonds,
der nur direkt in Aktien dann anlegt und keine Ausflüchte woanders hin macht, ist, glaube ich, eh nicht möglich. Also so Mischfonds und so gehen da nicht, weil dann wirst du wenigstens gezwungen, jedes Monat Geld zu sparen, das in die Wirtschaft geleitet wird und du beteiligst dich an tollen Unternehmen, wie zum Beispiel Apple, Microsoft, you name it. Also ganz viele weitere. Ne? Und das würdest du ja so vielleicht nicht machen. Deswegen, wenn du gar nichts machst, überlegst dir mal. Okay, in diesem Sinne hoffe ich, dass ich dir zum Thema Riester-Rente ein bisschen weiterhelfen konnte. Ich bedanke mich bei dir für deine Zeit, fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video. Ciao.